herzlich willkommen hier beim How to Play Adeptus Titanicus 2018. Das ist der Dice Master. Ich bin wie gewohnt der Dizzyfinger und wir bringen euch jetzt ein bisschen das Spiel näher. Innerhalb von zwei Spielrunden, in denen viel passiert, bringen wir ein paar Befehle euch näher, wie man schießt, wie das alles abgehandelt wird, wie man tatsächlich in eine Art Nahkampf kommt, wie ein Titan explodiert. Allerdings haben wir nicht den Anspruch, richtig jede Regel zu erklären, denn dafür kauft ihr euch besser das Regelbuch. Aber wir wollen euch gleich ein bisschen anfixen, weil... Ja, ne? Genau. Big fucking giant robots. Er liebt sie. Ich lieb sie auch. Vielleicht als Vorwort, warum liebst du Titan? Die sind groß, die sind böse, mächtig und treten Knights kaputt. Und wir geben dieses Gefühl von Kraft auf dem Spielfeld. Auch wenn wir dafür nicht keine Infanterie hin und her schubsen, ne? Hat man immer das Gefühl von wegen, das sind so die Götter der Schlacht. Und dieses Gefühl versuchen wir euch zu vermitteln in diesem How to Play Adeptus Titanicus 2018. Viel Spaß dabei! Dann befinden wir uns jetzt hier auf dem Schlachtfeld in einer generisch erstellten Schlachtfeldsituation. Wir haben hier auf der Seite der Loyalisten einen Legio Astrorum Reaver mit Gatling Blaster, Multilaser-Kanone und dem Apokalypse-Raketenwerfer. Dieser hat schon den Plasma-Reaktor etwas hochgezogen, hat schon ein Deflektorschild verloren, einen kritischen Treffer im Körper bekommen, dadurch hat er ein Plasma-Leck und die Beine wurden schon einmal beschädigt mit einem Strukturpunkt. Wir haben hier ein Questorus-Unterstützungsbanner, aktuell bestehend aus 5 Knights, haben einen Strukturpunkt verloren und haben 2 Thermalkanonen, 2 Gatling-Kanonen und eine Rapid Fire. Battle Cannon, 2 Melter, sonst nur die Nahkampfwaffen. Auf der Seite vom Dice Master haben wir etwas Ähnliches, zumindest von den Punkten konstruiert. Wir haben in der Mitte als Hauptstück einen Reaver Titan mit Gatling Blaster, der Reaver Energie Faust und einem Apokalypse-Lehrer. Der hat seinen Plasma-Reaktor auch ein bisschen hochgezogen, schon 2 Schilde verloren und 2 Strukturpunkte sowohl am Kopf als auch an Beinen verloren. Das kann dadurch passieren, dass im Beschuss zu einem tatsächlichen Panzerungsschaden vorgedrungen wird und danach das Schild wieder hochgefahren wird. Deshalb kann diese Situation tatsächlich passieren. Wir haben hier auf der Seite ein Questoris-Banner mit 2 Knights. Wir gehen einfach davon aus, dass im Laufe des Spiels hier schon eine ausgeschaltet wurde. Da steht eine Schlachtkanone, da steht eine, wie heißt sie nochmal, Schnellfeuerkanone und ich glaube ein Melter ist auch drin. Nee, kein Melter, ne? Doch, ein Melter hier. Ein Melter. Genau. Und Richard Gettling-Kanone. Brecher Gatling-Kanone, so heißt die hier genau auf Deutsch. Und hier haben wir so ein generisches Banner, wie es auch aus der Box rauskommt. Schlachtkanone, Gatling, Thermalkanone, ein Melter. Das Banner hat noch nichts verloren. Wir beginnen in der Spielrunde jetzt damit, in der Strategiephase, erstmal zu ermitteln, wer hat die Initiative in diesem Zug. Und zum Zweiten erteilen wir Befehle. Die Regeln besagen, dass wir die Initiative ermitteln, indem wir beide einen W10 würfeln. Das höhere Ergebnis hat die Initiative. Allerdings kann man dies natürlich auch ganz wunderbar mit einer Münze machen. Einer sucht sich eine Seite aus und dann wird diese geflippt. Wir haben es hier ganz einfach. Wir haben hier einmal die Opus Titanica und das Augen des Horus. Ganz klar, Loyalisten, Verräter, Separatisten, flip the coin. Zack. Das heißt, Auge. Du hast die Initiative, es sei denn, du möchtest sie an mich weitergeben für diese Runde, was natürlich auch taktisch einen Vorteil bringen könnte in gewissen Situationen. So, nun sieht es so aus, dass in der Strategiephase noch Befehle angesagt werden können, wie zum Beispiel der erste Beschuss, statt sich zu bewegen, zu schießen, oder einen Angriff, geradeaus nach vorne und dann einen Schmetterschlag, den Beschuss aufteilen, dass man verschiedene Ziele anvisieren kann, dann eine behelfsmäßige Reparatur, dass zum Beispiel in der Schadensbegrenzungsphase, die Ergebnisse erhöht werden und so weiter und so fort. Funktioniert so, dass ein Element angesagt wird, dafür gesagt wird, welcher Befehl ausgeführt werden soll und auf einem W10 entsprechend des Kommandowerts der Wurf ermittelt wird. Wer soll denn bei dir den ersten Befehl bekommen? Keine Ahnung. Der Reaver. Der Reaver-Titan. Der Reaver hat einen Kommandowert von 4+, heißt bei Befehl erteilen auf einem W10 4 und höher,
dann kommt der Befehl durch. Jawohl. Wie war das nochmal? Angriff. Angriff, du gehst in deinen vorderen Winkel, heißt du kannst dich bis zu 45 Grad erst drehen, dann geradeaus durch und wenn du dann innerhalb von einem Zoll kommst, macht er automatisch einen Schmetterangriff. Wirft dich also mit seinem Körper in das Ziel rein. Bewege mich 6 bzw. 9, ne? An dieser Stelle schon wichtig gesagt, es gibt kein Pre-Measuring, also das ist jetzt einfach hier geschätzt, wenn es darum geht. Wir messen vorher nicht, wir messen erst, wenn wir was angesagt haben. 9 Zoll erscheint mir etwas weit. Also, cool. Naja. Naja, aber die könnte sich ja auch noch bewegen, ne? Ja, genau. Das wäre noch bedenken. Und du würdest dich sowieso dann wegbewegen, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sag das doch einfach mal an. Wir exerzieren das für dieses How-to-Play mal einfach so durch und ich stelle mich dann vielleicht auch hier ein bisschen doof an. Ich bin ja ein Freund des Exerzierens. Genau. Also, du sagst dann Reaver Titan den Attacke. Den Befehl Angriff an. Angriff. Auf die 4 plus auf einem B10. Zack. Yep. Eine 7. Ja. Das ist aus auch dieser Würfel schon. Den Würfel legt man dann entsprechend auf das Command Terminal, oben auf dieses kleine Viereck, wo Befehl steht. Dann hast du jetzt deine erste Einheit aktiviert. Dann aktiviere ich jetzt eine Einheit. Und ich möchte meinen Reaver Titan aktivieren und ihm das Kommando Feuer aufteilen geben. Auch auf die 4 plus. 5 hat er. Der Reaver Titan kann jetzt gleich seine Waffen entsprechend aufteilen und unterschiedliche Ziele angreifen. Deine nächste Aktivierung wären die Knights als der Banner. Bei den Knights ist es natürlich so, es gibt einige Befehle, die da nichts machen. Abschalten zum Beispiel oder die behelfsmäßige Reparatur bringt schon mal gar nichts, weil sie einfach nicht in der Schadensbegrenzungsphase aktiviert werden können. Für Feuer aufteilen wäre das Problem, du dürftest dich dann nicht bewegen. Die kriegen keine Befehle. Gut, die kriegen keine Befehle. Ich möchte meinem Questoris-Bannern den Befehl erster Beschuss geben. Damit wir so ein bisschen hier auch in diese Situation kommen, dass du vielleicht angreifst. Questoris-Banner haben einen Kommandowert von 6 plus. Eine 7. Erster Beschuss für das Questoris-Unterstützungsbanner. Damit ist die Strategiephase durch und wir kommen in die sogenannte Bewegungsphase. Das heißt, jetzt werden alle Einheiten nacheinander bewegt. Es sei denn, es gibt einen Befehl wie zum Beispiel erster Beschuss, wo sie dann die Bewegung nicht nutzen können, sondern eine zusätzliche Schussattacke bekommen. Du hast immer noch die Initiative. Ja. Du aktivierst die erste Einheit. Dann aktiviere ich mein Legio Atrax-Banner. Das bewegt. Gut. Das sind die Jungs hier. Genau. Questoris-Banner werden genauso aktiviert wie Titanen auch als komplettes, haben eine Bewegung von 10, eine Maximalbewegung von 10. Und sonst werden sie wie aus anderen Spielen bekannt, also von GW bekannt in anderen Spielen, wie Infanterie bewegt, müssen innerhalb von 3 Zoll zusammenbleiben, um von ihrer Gruppe zu profitieren. Bewegen sie sich weiter als 3 Zoll voneinander entfernt, wird sie automatisch durchgeschüttelt, was dann dazu führt, dass sie entsprechend schlechter treffen oder sich weniger bewegen können. Sonst haben sie auch 360 Grad Sicht. Gut, dann hast du deine Aktivierung mit dieser Einheit abgeschlossen. Dann bin ich dran. Ich aktiviere, um es mal fortzuführen, mein Questoris-Banner und aktiviere dementsprechend natürlich erster Beschuss hier. Das heißt, der Befehlswürfel kommt weg und darf jetzt statt diese Einheit zu bewegen einmal schießen. Das heißt, das Questoris Unterstützungsbanner schießt in dein Banner, in dein Legio, Haus Atrax, Questoris Unterstützungsbanner. Und ich kann mit allen Waffen, die dieses Banner hat, einmal darauf schießen. Ich sage zunächst die Attacke an, alle Waffen dieses Banners sind deins. Dann errechne ich die Feuerleitlösung, soll so viel heißen wie messe, welche Waffen wie treffen können, da jede Waffe auch ein kurz- und Langreichweitenprofil hat. Wir haben hier vorne die beiden mit Gatling. Brecher Gatling-Kanone hat eine kurze Reichweite von 8 Zoll, eine lange Reichweite von 24. Hier vorne ist noch eine 8 Zoll, hier hinten muss die lange Reichweite nutzen. Ich handle zunächst die Brecher Gatling-Kanone an. Die hat 8 Würfel im Profil, das heißt, diese kann ich zum
dran zu gehen. 6, 7, 8. Ich handle zunächst die hier hinten ab, die auf die normale ballistische Fertigkeit genommen wird. Auf die 4 plus 8 Schuss, auf die 4. Zack. Alles, was daneben ging, kommt raus. Und jetzt kommt das Banner daran, mit den Ionenschilden sich dagegen zu rüsten. Die Rächer-Gatling-Kanone hat eine Stärke von 3. Hier oben in diesem kleinen Abschnitt von Ionenschilde haben wir bei einer Stärke 3 Waffe und 3 Rittern einen Wert von 4 plus. Einmal verpatzt. Anders als bei Deflektorschilden der Titanen ist es so, dass jeder Schuss, der nicht von einem Ionenschild geblockt wird, dann hier in diesem Spiel sogenannter Rüstungswurf durchgeführt wird. Das heißt, ich gucke, wie viel Schaden macht diese Gatling-Kanone jetzt bei den Knights. Und das ist eine Stärke von 3 plus einen W6. Falsche Richtung, da soll er hin. Zack, eine 3. Das kommt dann auf eine Stärke von 6 insgesamt. Die Questores-Banner bekommen einen direkten Treffer bei 9 bis 12. Das heißt, diese Kanone war einfach zu schwach. Das war ja auch meine. War auch meine. Dann kommen wir zu der nächsten Bewaffnung, das ist die Thermalkanone. Da gucke ich mal wieder mit den Reichweiten. Das ist in 12, das auch noch so gerade eben. Das war das eine, ne? Das ist noch eine. Ach, du hast recht. Ich habe so ein großes Banner noch nicht geschafft. Gut, dass du aufgepasst hast. Dann kommt die zweite Gatling. Diese hat aufgrund der kurzen Reichweite innerhalb von 8 Zoll plus 1 aufs Treffen. Also ballistische Fertigkeit nicht 4, sondern auch die 3. Dann dasselbe durchexerziert, du hast wieder das Ionenschild von 4 plus. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Da gehen 3 Stück durch. Diese 3 werden jetzt wieder gemeinsam gewürfelt. Wir haben jeweils die Stärke von 3. Wir haben jetzt hier eine Stärke von 5, von 6, von 7. Passiert weiterhin nicht, weil ab Stärke 9 erst ein direkter Treffer entsteht. Jetzt kommen wir zur nächsten Waffe. Richtig? Richtig. Dann nehme ich, ach, weil es nur eine ist, mal eben die Schnellfeuerkanone oder die Rapid Fire Battle Cannon. Das sind 13 Zoll, das ist eine lange Reichweite bei ihr, also ganz normal auf die 4 plus. 2 Würfel. Nein, nicht getroffen. Kommen wir zur Thermalkanone. Beides lange Reichweite, habe ich gerade schon geguckt. Jeweils einen Würfel. Einmal getroffen mit der 4 plus. Bei einer Stärke der Thermalkanone von 8 hast du bei 2 bis 3 Rittern nur noch einen Ionenschild Safe von 6 plus. Schaffe ich. Bestimmt. Nein, eine 4, das heißt, der Schaden kommt durch. Stärke 8 Schaden plus W6 haben wir hier eine 9. Hurra! 9 bis 12 ist bei einem Stützungsbanner ein direkter Treffer. Das heißt, der kleine Schadensmarker für die Strukturpunkte kommt genau einen Punkt weiter. Wenn er hinten bei Rot rauskommt, wird ein Knight entfernt und wieder resettet. Da sind wir noch nicht. Und die Aktivierung des Questores und des Stützungsbanners hier ist abgeschlossen. Mit einer außer der Reihenfolge abgehandelten Beschussphase. Dann kommen wir zur nächsten Aktivierung. Von dir. Jo, dann würde ich mein Rivar aktivieren. Ja, Legio Mortis Rivar hatte den Befehl Angriff. Korrekt. Der wird dann natürlich auch durchgeführt, weil er ist fix gesetzt. Genau. Hier ist die Schablone für die Bewegung eines Titans. Die wird vorne angelegt. Ich lege mal diese beiden Ecken hier von diesem Gebäude, Würfel, und nehme das mal weg, dass man das sieht. Die wird hier vorne angelegt. Jetzt hat ein Titan einen Bewegungswert, einen Schnelligkeitswert und Manöver. Schnelligkeit gibt an, wie viele Zoll er sich bewegen kann. Manöver, wie oft er sich bis zu 45 Grad wenden kann. Was ja wunderbar diese Schablone ist, nach rechts und nach links. Und jeder Titan hat einen zweiten Wert bei Schnelligkeit und Manöver. Das ist, wenn der Reaktor hochgezogen wird, dann kann er weiterlaufen, kann sich mehr bewegen. Es kann aber auch passieren, dass der Reaktor zu heiß wird. Oder dass der Maschinengeist erweckt wird. Du wirst wahrscheinlich jetzt gleich den Reaktor hochziehen wollen. Das ist richtig. Um ranzukommen, ne? Das ist richtig. So, Faust zurück. Dann
erstmal den Befehlswürfel beiseite, weil den führst du jetzt durch. Reaktor hochziehen in den erweiterten Regeln funktioniert mit dem Reaktorwürfel. Wir haben einmal den Reaktor hochstellen, zweimal hochstellen oder, wo ist es? Da, testen auf den Maschinengeist. Oder es passiert einfach gar nichts. Der Reaktor bleibt so, wie er ist. Das heißt, Reaktor hochziehen, einmal den Reaktorwürfel, um zu schauen, was passiert. Maschinengeist? Kann ich. Nein. Der Reaktor wird um eine Stufe hochgezogen. Und dadurch wird das zweite Bewegungsprofil jeweils genutzt. Bei dem Befehl Angriff richtest du dich bis zu 45 Grad aus und gehst dann von da aus in einer geraden Linie nach vorne. Zack. Reicht nicht für dieses Ding mit Schmetterangriff jetzt noch nicht. Aber du bist auf jeden Fall schon mal nah dran. Gut, das war die Aktivierung. Dann habe ich ja nur noch meinen Reaver Titan. Der hat Beschuss aufteilen. Das heißt, ich kann in der Bewegungsphase keine Wenden machen. Kann mich also nur mit einem seitlich-diagonalen Schritt oder nur nach vorne oder nur ein bisschen nach hinten bewegen. Möchte ich natürlich jetzt mal machen für einfach für bessere Sicht gleich. Möchte sich der Reaver Titan ein wenig bewegen. Und zwar möchte er auch den Reaktor hochziehen. Nichts. Ja, natürlich nicht. Leerseite, das heißt, der Reaktor bleibt, wo er ist. Ich habe jetzt bis zu 9 Zoll und bewege mich mit einem diagonalen Schritt entlang dieser Linie hier von der Schablone. Diese Schritte sind doppelt bewertet von der Reichweite. Das heißt, 1 Zoll bewegen wird fürs Bewegungsprofil Freebie 2 Zoll gerechnet. Das heißt, mit maximal 9 Zoll komme ich diagonal 4,5 Zoll. Als könnte ich das. Hier kommt man hier bei den 4,5 Würfeln. Ich schiebe ihn jetzt mit diagonal ein bisschen bis nach vorne. So. Das heißt, der Befehl ist noch nicht weg. Der kommt nämlich erst in der Kampfphase. Dann hast du jetzt noch eine Aktivierung von deinem Questorus-Banner, um die Bewegungsphase abzuschließen. Das ist wahrscheinlich ran und rauf. Ja, klar. Verrückte Taktik. Vorne rauf. Ja, da ist wichtig, bei diesem Knight, der sich jetzt bewegt, muss hier hinten um die Ecke gemessen werden. Denn Modelle können nur durch Gelände durch, welches die Hälfte der Höhe des Maßstabs entspricht. Das heißt, Knights mit einem Maßstab von 3 können nur durch Gelände durchlaufen, was 1,5 Zoll hoch ist und nicht breiter als ihre eigene Base ist tatsächlich. Bei Reaver Titan mit einem Maßstab von 8 wäre das 4 Zoll Höhe. Aber auch da nicht breiter als das Base. Das heißt, dieser Reaver Titan könnte zum Beispiel ganz unproblematisch hier einfach durch dieses Gebäude durch. Durch das da, aber nicht mehr, weil die Base dann breiter ist. Nee, die Base schmaler ist als das Geländestück. So, Bewegungsphase abgeschlossen. Kommen wir jetzt zur ins Deutsche schön übersetzten Schadensbegrenzung oder Damage Control Phase. Es wird eine Einheit aktiviert. Du hast da nur den Reaver Titan, ich auch nur, weil Questoris Banner können das nicht. Hier wird der Titan entsprechend aktiviert und anhand seines Vorrats an Servitoren bei einem Reaver Titan 3 Stück 3W6 gewürfelt und diese werden dann genutzt, um Status zu vermindern, wie zum Beispiel den Reaktor runterzukühlen oder das Schild wieder hochzufahren oder kritische Schäden zu reparieren. Hier haben wir jetzt einen Wurf von 1, 1 und 2. Du bräuchtest für zum Beispiel Plasma ablassen eine 4+. Du bräuchtest um einen kritischen Schaden oder um das Deflektorschild wieder hochzufahren eine 5+. Du kannst auch deaktivierte Waffen reparieren. Diese sind aber auch entsprechend unten auf den Waffenkarten gekennzeichnet. Da hast du jetzt nichts möglich. Das heißt, die Phase verfällt für dich. Dann aktiviere ich meinen Reaver, weil ich ja jetzt dran bin. Hab dasselbe, 3W6. Mit einem bisschen besseren Würfelergebnis. Wir haben eine 2, eine 4 und eine 6. Die 2 fällt natürlich raus, klar, die kann auch nichts. Die 4 kann ich nutzen, um Plasma abzulassen. Da mein Plasmareaktor schon auf der gelben Stufe ist, mache ich das mal. Und die 6 könnte ich jetzt nutzen,
um zum Beispiel einen kritischen Schaden zu reparieren. Das wäre nämlich bei mir jetzt im Körper das Plasma-Leck. Und das möchte ich einfach machen. Der kritische Marker kommt hier weg. Und damit ist die Phase für mich beendet. Heißt aber nicht, dass ich irgendwelche Strukturpunkte wieder erlange, weil die sind weg. Wenn die Hülle kaputt ist, ist sie kaputt. Nur solche Aussetzer, wie zum Beispiel ein Reaktor-Leck oder das Gedankenimpulseinheit-Feedback ist gestört. Nur sowas kann man dann tatsächlich operieren. Da wir nun jeweils einen Titan haben, der das kann, sind wir jetzt in der Schussphase bzw. in der Kampfphase, weil ja auch Nahkämpfe abgehandelt werden. Aber wir haben keine ordinäre Nahkampfphase wie sonst im Spielsystem, sondern es ist einfach, ist der Titan entsprechend nah genug am Ziel, um auch mit seiner Waffe hier mit innerhalb von 2 Zoll zu kämpfen, kann er die genauso einsetzen wie jede andere Waffe. Ist es nicht, ist es nicht. Das heißt, es gibt auch keine Nahkämpfe, in denen ich gebunden bin, sondern ich bewege mich einfach raus, sofern die Base die Bewegung ermöglicht. Jawohl. Kampfphase. Wen aktivierst du? Ich aktiviere mal das Zweierbanner. Ja. Das Questorus-Banner. Richtig. Schießt wahrscheinlich, wenn ich dich so einschätzen würde, auf meinen Reaver-Titan. Das ist völlig korrekt. Mhm. Das heißt, wir haben angesagt, wer wird aktiviert, wo schießt dieser einer drauf. Jetzt darf gemessen werden, was sind die Reichweiten der Waffen. So, die Gatling-Kanone kann nichts machen, ne? Die Gatling-Kanone könnte was machen, hat aber aufgrund ihrer Stärke von 3 keinen Einfluss auf ein Deflektorschild eines Titan, ist dementsprechend in dem Falle nutzlos. Müll. Weil Deflektorschilde Stärke 4 benötigen, um dann auch penetriert werden zu können. Dann die Schnellfeuer-Schlachtkanone. Die Schlachtkanone, jawohl. Schnellfeuer hat eine Reichweite von maximal 24 Zoll. 8 Zoll und runter trifft sie besser, ist das nicht? Das sind 12 Zoll. 12, 13, irgendwie noch so ein Dreh. Ja. Auf jeden Fall kommen wir nicht an die kurze Reichweite. Das heißt, die Schnellfeuer-Schlachtkanone kommt mit ihren 2 Würfeln daher, trifft bei einem Questorus-Banner auf die 4 Plus und verzieht total. Ärgerlich für dich. Gut, dann aktiviere ich jetzt eine Einheit und ich möchte, um mal hier ein bisschen Party zu machen, den Reaver-Titan aktivieren. Der Beschuss aufteilen. Normalerweise müsste ich sagen, der Reaver-Titan schießt darauf. Durch den Befehlsschuss aufteilen kann ich jede Waffe einem anderen Ziel zuordnen. Ich möchte jetzt mit dem Apokalypse-Raketenwerfer, den er auf dem Rücken hat, der 360 Grad hat als Sichtbereich, möchte ich auf dieses Nightbanner schießen. Dann möchte ich mit der Multilaserkanone und dem Gatling Blaster. Warte, lass mich überlegen. Nein, doch, vielleicht. Ah, schwierige Entscheidung. Mit der Multilaserkanone möchte ich in deinen Titan schießen. Und mit dem Gatling Blaster in das Banner. Mhm. Durch den Befehl Beschuss aufteilen darf ich das. Das wird nichts modifiziert nach ganz normaler ballistischen Fertigkeit. Nachdem ich jetzt alle Attacken angesagt habe, gucke ich, ob diese in Reichweite sind und auch in dem Feuerbereich. Dafür lege ich mir wieder die Schablone an. Der Apokalypse-Raketenwerfer haben wir gesagt, 360 Grad. Da brauche ich nicht gucken. Das Einzige, was ich jetzt gucken muss, du in der Minimalreichweite bist. Die Minimalreichweite einer Panzerwaffe, also die oben drauf ist, ist der Maßstab des Titan, in dem Falle 8. Jawohl. Weiter als 8 Zoll. Das heißt, ich kann auf jeden Fall auf die schießen. Der Feuerbereich, der Gatling Blaster und der Multilaserkanone, ist vorne dieser 90 Grad Winkel. Also im Winkel sind sie auf jeden Fall drin. Die Multilaserkanone ist 32 Zoll, passt auf den Titan und ich kann auch hier von der Waffe, von dem Arm eine Linie auf dich ziehen. Du bist allerdings verdeckt hinter dem Gebäude. Das heißt, Modifikator minus 1 steht so im Regelwerk. Die Gatling Blaster, der Gatling Blaster hat bis zu 24 Zoll, kommt hin, das sind 16, das heißt, da kann ich dich ganz normal beschießen. Ich beginne mit dem Apokalypse-Raketenwerfer in das Banner, der hat 5 Würfel. Treffen tut ein Reaver-Titan auf die 3+.
Gucken wir mal, was passiert. Nicht wirklich viel. Ein Treffer. Dieser eine Treffer kann jetzt von deinen Ionenschilden blockiert werden. Ein Apokalypse-Raketenwerfer hat eine Stärke von 4. Ein Questoris-Banner mit 2 Rittern hat immer noch einen 4-Plus-Ionenschildwurf. Jawohl. Mit einer 6. Bravo, Jules. Bei einer 6 kommt Ritter wieder übrigens. Nein. Nein. Schade. Nein. Dann handeln wir die Multilaserkanone ab. Die Multilaserkanone hat 3 Würfe. Ballistische Fertigkeit 3+, aber da du verdeckt bist von dem Gebäude zu mehr als 50%, minus 1, also nur noch auf die 4+. Einmal. Der Titan hat Deflektorschilde. Die funktionieren anders als bei Questoris Banner die Ionenschilde. Deflektorschilde haben einen Standardwert. Du bist gerade auf dem Wert von 4. 4+. Die Multilaserkanone hat ein Attribut, das heißt Schildfluch. Das heißt, ein Schild ist um 1 schlechter. Das heißt, diesen einen Wurf machst du nur noch auf die 5. Frech. Frech, ich weiß, aber ist so. Ja, das Deflektorschild hat den Schuss abgehalten. Alles gut. Und ich habe eben den Reaktor hochgezogen. Ne? Das heißt, hier kommt nochmal das Attribut zusätzlich hinzu, entziehend. Das heißt, ich muss jetzt nochmal bei mir auf den Reaktor testen. Maschinengeist. Ob gegebenenfalls die Kanone nochmal das Ding ein bisschen heißer macht. Um 1 wird der Reaktor hochgezogen. Das könnt ihr auch alles im Regelwerk nachlesen. Das ist alles legitim. Und dann haben wir noch hier den Gatling Blaster in deine Knights von Haus Atrax. Das sind 6 Schuss vom Gatling Blaster. Auf die 3+. Oh, gut. Alle getroffen. Ui. Der Gatling Blaster hat eine Stärke von 5. Bei 3 Knights hast du dann immer noch einen 4er Ionenschildwurf. Zwei nicht. Die beiden, die nicht sind, sind gut. Die werde ich nämlich jetzt nutzen, um dich zu braten. Mit einer Stärke von 4 brauche ich jetzt, wenn ich auf 9 bis 12 einen direkten Treffer mache, mindestens nur 5. 5 und 6 aus. Da diese Waffe das Attribut Geschütz hat, kann ich jetzt Einsen, die ich würfel, wiederholen. Nein. Eine 2, eine 6. Die 6 macht plus Stärke 4, 10, ist ein direkter Treffer, also wieder bei dem Banner ein Strukturpunkt weiter. So, und damit ist der Beschuss vom Reaver abgehandelt und ich kann auch den Befehl mal langsam weglegen. Dann deine nächste Aktivierung. Mein Reaver kann nicht schießen, ne? Weil er angegriffen hat. Wenn er angegriffen hat, kann er in der Bewegungsphase, tralala. Kann er sofort als Männer als andere in der Waffe, diese plus 1. Beachte, dass die Einheit durch nicht gehindert wird, in der Nahkampfphase einen Schmetterangriff auszuführen. Hier steht nicht, dass du jetzt nicht schießen kannst. Na dann, schießt er. Ja. Dann schießt er. Ja, kann er. Das war. Ja. Na, Feueraufgang hat er nicht, ne? Hat er nicht, ne? Hat er nicht. Er muss mit allen Waffen ins selbe Ziel schießen. Dann auf die Knights. Gut. Dann ist jetzt die Feuerleitlösung wieder. Vorderer Winkel. Der Gatling Blaster ist klar, funktioniert. Der Apokalypse Raketenwerfer mit der Minimalreichweite von 8 Zoll. Kann treffen, weil der letzte hier hinten 9 Zoll entfernt ist. Das heißt, er kann tatsächlich beschießen. Und der Gatling Blaster bis zum ersten Ziel ist 4 Zoll. Der profitiert auch von der kurzen Reichweite. Dann, was sagst du zuerst ab? Ich würde mit den Raketen anfangen. Gut, das sind 5 Würfel. Diese treffen auf die 3+. Alle, das sind 5. Sehr gut. Das ist ein 5er Banner. Das heißt, ich habe jetzt bei einer Stärke von 4, also einer Waffe, die mit einer Stärke von 4 kommt, einen 3+ Ionenschildwurf. Denn das Ionenschild wird stärker, desto mehr Knights in einem Banner sind, weil die Ionenschilde sich auch überlappen. Genauso nimmt es ab, wenn es weniger Knights werden. Oh, 3 gehen durch. Mit einer Stärke von 4 machst du auf die 5 und auf die 6 strukturellen Schaden.
6. Jeweils 1. 2 Punkte, das heißt, ich komme auf Gelb. Ich komme auf Rot. Der nächste Schaden, den du verursachst, nimmt einen Knight weg. So, genau. Dann kommen wir jetzt zum Gatling Blaster. Jawohl. 6 Würfel, also 6 Schuss hat das Ding. Präzision auf die kurze Reichweite ist plus 1. Das heißt, er trifft nicht nur auf 3 plus, sondern auf 2 plus. Und weil es ein Geschütz ist, kann ich einen wiederholen, richtig? Bei dem späteren Rüstungswurf. Ach, bei Rüstungswurf. Genau. Gut. 2. Kein 1, doch ein 1. Ein 1. So, jetzt gucke ich, was die Ionenschilde sagen. Der Gatling Blaster kommt mit Stärke 5. Stärke 5 habe ich bei 4 und mehr Rittern immer noch einen 3er. Ionenschildwurf. Einmal nicht. So. Und dieser eine kommt jetzt der sogenannte Rüstungswurf. Etwas verwirrend mit dem, was man sonst von Spielen des Games Workshop kennt. Rüstung ist, wenn meine Rüstung etwas abhalten soll. Hier ist es, wie sehr wird die Rüstung zerstört. Du schaffst es mit bei einer Stärke von 5 mit einer 4 bis 6 strukturellen Schaden zu ermöglichen. Da hast du die 1, Gatling Blaster hat das Geschütz, also darfst du 1 und wiederholen. Eine 2. Kommen wir auf Stärke 7, ist nichts. Besser, aber nicht gut genug. Tut mir leid. So. Reaver Titan abgehandelt. Kommen wir zu meinen Knights, weil ich bin jetzt mit der Aktivierung dran. Ich habe nur noch die Knights. Diese haben jetzt die verflixte Möglichkeit, dass vor ihnen ein großer Reaver steht und rechts von ihnen ein Knight-Banner. Da wir einen How-to-Play machen, möchte ich dir die Möglichkeit geben, vielleicht gleich nochmal diese Angriffsoption zu wählen. Mhm. Und deshalb schießt das Knight-Banner nochmal auf das Haus Atrax-Banner. Hat keiner gehört. Also, mein leerer Koffer. Ich schieße genau wie eben hier nochmal auf das Atrax-Banner. Das heißt, die Feuerleitlösung weiß ich ja im Prinzip schon hier. Ne? Einmal Gatling mit kurzer, einmal mit langer Reichweite. Rest alles mit langer Reichweite. Beginne mit der Gatling. Wieder wie eben. Einmal die normale auf lange Reichweite. Auf die 4 plus treffen. Das sind die Treffer. Dann kommen jetzt deine Ionenschilde von dem Banner. Bei der Stärke von 3 ist es der 4er. Das sind dreimal, dass die Ionenschilde versagen. Mit einer Stärke von 3 brauche ich eine 6. Nein, nichts. Dann kommt die zweite Gatling-Kanone auf die kurze Reichweite. Die trifft auf die 3. Zweimal nicht getroffen. Sechsen sind das denn? Das sind sehr viele Sechsen, die bräuchte ich eigentlich gleich. Warte. 4 Sechsen, ne? Oder ja, war es 3? Ne, 4. 4, gut. Diese erzeugen nämlich einen zusätzlichen Treffer. Bei dem Attribut Schnellfeuer. Das heißt, du nimmst die nochmal mit dazu, um die Schilde zu würfeln. Das ist aber frech. Das ist frech, das stimmt. Das ist auch das einzig Gute, was die Schnellfeuer Gatling hat. Weil sie einfach so schwach ist. So, Ionenschilde auf die 4 plus. Ich sehe dreimal nicht. Ich auch. Du auch, da sind wir uns einig. Dreimal, jetzt brauche ich wieder Sechsen, um strukturellen Schaden zu erzeugen. Eine 6. Ein struktureller Schaden. Das heißt, du kommst auf Rot. Der nächste Schaden, der kommt, nimmt einen Knight weg. Kommen wir zur Schnellfeuerkanone. Da habe ich nur eine von. Zweimal. Auf die 4 plus. Nein, nicht getroffen, wie eben auch. Der Schütze ist schlecht. Zweimal Thermalkanone. Auch nochmal auf die 4 plus. Na? Nein, zwei Zweien passiert nichts. Das heißt, der Schuss ist quasi fast verraucht. Ich bin mit meiner Aktivierung fertig. Jetzt kannst du alle deine Aktivierungen, die du noch hast, in beliebiger Reihenfolge durchführen. Ist ja nur noch das Banner. Das wird wahrscheinlich jetzt Blutrache schwören und zurückschießen. Richtig. Ja. Das ist völlig richtig. Weil, pfiffig wie er ist, er kennt ja die Feuerleitlösung hier schon. Braucht er gar nicht mehr groß spekulieren, kann denn jetzt die einer treffen oder nicht. Schlau. Ne? Du musst vielleicht nur gucken, wie weit ist deine Thermalkanone entfernt. Ich fange mal erstmal mit der Gatling. Genau, die Gatling meinte ich. Die Gatling ist über 8, weil, ne? Über 8. Ja. Also keine kurze Reichweite. Guck doch mal kurz, ob noch mal wegen dem Schnellfeuer geschützt. Dann brauchst du gleich nicht mehr weg. Das hat auch 8 Zoll kurze Reichweite. Wahrscheinlich auch. Nein. Alles auf lange Reichweite.
Zack. So, ich fange mal mit der Gatling an. Ja, 6 Schuss. 4, 6. Treffen auf die 4 plus. 6 erzeugen dann zusätzlich Treffen. 6. 2, 6. Dann nehmen wir den nicht raus, sondern legen noch. Jawohl. Dann kommen wir nämlich hier auf den Treffer abholen. Und ich habe einen. Warte mal. 3 plus. Ich habe noch. Genau, ich habe noch über 4. Ein 3 plus Ionenschild-Safe. Dreimal nicht. Ha. So, jetzt kommen wir dazu, wie sehr penetrierst du die Rüstung. Du brauchst 6. Nein. Leider nicht. Das heißt, Knights sind gar nicht so gut, ne? Naja. Was das Schießen angeht. Zumindest auf lange Reichweite. Dann kommen wir doch mal zur nächsten Waffe. Scharlachkanone. Ja, 2 Schuss. Treffen auf die 4. Zweimal getroffen. Jawohl. Ionenschilde auf die 3. Beides mal gesaved. Der Markkanone. Ein Schuss. Treffen auf die. Warte. Treffen auf die 5 nur, weil das eine lange Reichweite ist damit. Habe ich, glaube ich, auch bei mir gerade verkackt. Hab ich dran gedacht. Nein. Trifft nicht. Schade. So ist das. Gut, dann haben wir jetzt hier die Beschussphase oder unsere Kampfphase durch. Kommen wir zur Endphase. In der Endphase werden lediglich Dinge abgehandelt, wie zum Beispiel ein Reaktorleck. Dann geht zum Beispiel der Reaktor ein bisschen höher. Oder Stabilisatoren sind defekt. Ein Titan müsste sich nach links oder nach rechts bewegen. Haben wir jetzt in dem Falle alles nicht. Das heißt, wir steigen jetzt direkt on top der nächsten Runde ein und exerzieren die auch nochmal durch, damit ihr auch seht, was hier noch weiter passieren kann und wir vielleicht auch nochmal die Mechanik der Nahkampfwaffen erklären. So, wieder die Initiative. Jawohl. Oh, Auge. Das war nicht richtig. Auge. Nein. Die Opus Titanica, ich habe die Initiative und möchte sie, glaube ich, auch behalten. Der Reaver Titan möchte gerne den Befehl erster Beschuss erhalten. Das heißt, statt bewegen, schießen auf die 4 plus erhält er den. Na, nein. Eine 10, besser geht nicht. Erster Beschuss für meinen Reaver Titan. Zack. Dann. Befehl für dich? Ja, mein Reaver-Titan würde gerne wieder die Angriffsgeschichte machen. Ja, habe ich mir fast gedacht. On the floor? Four on the floor. Ja, Hatter! Hatter! Das ist hier. Der hier. Hey, langsam, ja. Das erste Bewegungsfall. Ah, ich will aber jetzt schon. Ich will jetzt schon, ich bin heiß. Ich bin heiß. Befehl für das Questorus Unterstützungsbanner. Und zwar Beschuss aufteilen. Auf die 6 plus. Das ist eine 5. Nein, kein Befehl für mich. Jetzt kannst du deinen beliebig in der Reihenfolge Befehle geben. Sit, sit, sit. Sit, sit. Sit, sit, sit. Die Jungs hier machen mal erster Beschuss. Ja. Auf die 6 plus. Ja, ja. Eindeutig mit einer 10. Auf jeden Fall. Ja. Haben wir den Würfel. Zack. Die Jungs da hinten? Die kriegen keinen. Die kriegen keinen Befehl. Gut, dann sind wir jetzt nach der Strategiephase in der Bewegungsphase. Jawohl. Ich darf aussuchen, was ich als erstes mache. Jetzt wäre natürlich in einem normalen Spiel schlau, wenn ich weiß, wer soll einen Angriff machen, die Knights hier bis zu 10 Zoll weg zu bewegen, um aus diesem Winkel rauszukommen. Richtig. Da wir das allerdings durchexerzieren möchten, mache ich das mal nicht. Ich lasse sie einfach mal da stehen und aktiviere als erstes den Reaver. Der Reaver hat ersten Beschuss, das heißt, ich kann jetzt entscheiden, ob ich mich jetzt hier noch bewegen möchte oder ob ich schieße. Da ist noch die Variation, da kann ich auswählen, nur bei Angriff zum Beispiel nicht mehr. Ich möchte allerdings ersten Beschuss nutzen. Ich wähle eine Waffe, entsprechend der Beschussphase, wähle ich auch wieder das Ziel, schaue die Feuerleitlösung, handle die Attacke ab. Und ich glaube, wenn ich das so sehe, möchte ich nochmal mit dem Apokalypse-Raketenwerfer in die. Nein, stopp, halt! Lass mich überlegen. Multilaserkanone in die Jungs dann. Aha, in die Haus Atrax-Knights. So, das heißt, vorne in dem Winkel sind sie, haben wir eben schon mal ermittelt. Kurze Reichweite 16 Zoll, passt gerade, also kein Abzug auf die ballistische Fertigkeit. Eine Multilaserkanone hat 3 Schuss. Raus. Diese 3 Schuss
treffen auf die 3 plus. Einmal trifft er. Oh, jetzt hoch. Hier bin ich dran gewesen. Einmal trifft er. Schildfluch, das heißt, du hast jetzt bei der Stärke 8 Waffe mit 3 Knights, eine 6er. Durch Schildfluch hättest du nur noch eine 7. Heißt, das Ionenschild wird dadurch umgangen, weil du das nicht mehr nutzen kannst. Ich kann direkt gucken, was passiert. Und zwar mit einer Stärke von 8 und einem W6 erreiche ich eine 9. Ein Treffer. Super. Ja. Ein direkter. Aber genau. Du bist schon auf Rot, kriegst 9 Schaden, das heißt, du resettest auf Grün, nimmst dafür aber einen Knight weg. Du darfst jetzt auswählen, welchen du wegnimmst. Hätte ich mit ihm einen gezielten Beschuss gemacht, also Modifikator minus 5, hätte ich auswählen dürfen, wenn ich hätte. Mit dem Gatling Knight weg. Gut. Ein Verlust. Bei den Knights. Du machst bitte jetzt noch einen Kommandowurf auf die Knights, ob sie durchgeschüttelt sind oder nicht. Wenn sie nämlich einen Verlust erleiden, muss man das einmal testen. Eine 7, alles safe, ganz normal bewegen, ganz normal schießen. Gut, Bewegungsphase, Aktivierung 1 bei mir durch. Wen aktivierst du? Lass mich raten, den Reaver-Teil. Das ist richtig. Ha! Gut, wie eben die Möglichkeit, bis zu 45 Grad zu drehen und dann straight nach vorne. Dann muss ich hier zum Fischen drehen. Gut. Zack. Diese Bewegung sollte ungefähr 3 Zoll sein, das ist auf jeden Fall drin. Bei einer Maximalbewegung von 6. Du bleibst nämlich jetzt in dieser Situation 1 Zoll vor mir stehen. Weil du keine Kollision verursachen kannst, willentlich. Das haben wir bis jetzt leider auch immer falsch gemacht. So. Und jetzt, durch den Befehl Angriff, führst du einen Schmetterschlag durch. Das heißt, er wirft sich mit seinem Körper rein. Oder alternativ führst du eine normale Attacke mit deiner Nahkampfwaffe durch. Der Schmetterschlag würde mit W3 Treffern, mit dem Maßstab des Titan, also 8 plus 1 als Stärke kommen. Und die Faust würde welches Profil haben? Die Faust mit 2 Würfeln Stärke 9. Okay. Und W3 hast du gesagt? W3. Also entweder du hast 2 Würfel safe oder du kannst, wenn du Pech hast, nur mit einem würfeln. Stärke 9 ist in beiden Fällen. Treffen tust du in beiden Fällen. Nein, stopp. Treffen tust du beim Schmetterangriff automatisch, bei dem mit der Faust auf die 3 plus. Das ist allerdings mit der Faust jetzt wichtig bei dem Attribut erschütternd. Du kannst das Banner als durchgeschüttelt hinbekommen, dass ich schlechter treffe beim Schießen kann. Du musst dich jetzt entscheiden. Ja, die Ballert hat die Qual, ne? Ich würde ja aus coolen Gründen einfach mit der Faust zulangen. Ja. Zack. Also nach dem Angriff wird einmal die Faust aktiviert mit einem Kampfgeschick des Reaver-Titan von 4 plus, aber wegen der Faust plus 1, also auf die 3 plus. 2 Würfel gegen die Knights. Einmal trifft die Faust. Jawohl. Und die Faust ist eine Nahkampfwaffe, das heißt, sie umgeht die Schilde sowieso. Dann guck mal, was für einen Schaden du machst. 9 plus W6. 13. 13 ist bei dem Knight-Banner ein verheerender Treffer. Das heißt, ich muss einen Schritt weiter, resette, dafür wird ein Knife weggenommen und bekomme noch einen Strukturschaden auf der nächsten. Und da ein Nahkampfangriff immer gezielt ist, kannst du jetzt entscheiden, welchen Knife du rausnimmst. Dann nehme ich einen mit der Marker raus. Hätten wir den oder den? Ja, den. Gut. Der kommt raus. Da ein Knife verloren wurde, muss ich jetzt hier einmal Kommandowurf machen. Auf die 6. Eine 9, das irritiert sie nicht sehr. Sie sind steadfest. Erschüttert sie so. Erschüttert wäre ja jetzt ebenfalls. Nee, stopp. Erschüttert wäre, dass sich ein Titan nach links, nach rechts, ach so, ein Stück nach hinten bewegen müsste. Oder bei dem Kostoris-Banner, dass man sowieso nochmal für durchgeschüttelt testen muss. Ach, das ist durchgeschüttelt. Egal, ob du jetzt einen rausgenommen hättest oder nicht. Okay. Hasse aber, habe ich gemacht, alles safe. Gut. Gut, die Bewegung haben wir. Zack. Dann kommen wir jetzt zu meiner Aktivierung. Ich habe nur noch das Questorus-Banner. Und die schwören jetzt fürchterliche Rache. Mit einer Bewegung von 10.
latschen die jetzt einmal hier hinten um dich rum, weil das sind schlaue Knights. Also Bewegung von 10, das heißt, ich komme ganz unproblematisch mit dem ersten runter. Und eben noch an die Seite, glaube ich, hier so. Dahin, genau das Loch. Ist da. Kommt, wenn er sich vorher bewegt hat, vor dem natürlich, hat er sich hier bewegt. Und der hier ist hier. So, das sind ja schlaue Knights. Ich verstehe. Ja. Die haben sich jetzt ranbewegt. Und stehen da jetzt. Okay. Und überlegen sich, was sie gleich machen. Super. Ja, wahrscheinlich. Und ich bin, kann ich jetzt schon mal auflösen, ich bin in den Rücken und in die Seite gegangen, weil die Stärke der Waffe wird im Rücken plus 2 gerechnet und in der Flanke plus 1. Das verstehe ich. Gut, deine Aktivierung. Du hast, glaube ich, sogar noch einen Leitball. Ja, genau. Ich hatte die Aktivierung. Genau. Dann hättest du jetzt den ersten Beschuss. Kann sich weder bewegen noch wenden. Wähle stattdessen die Waffe aus, mit der sie angreifen soll. Eine Waffe. Dann schießen die hier natürlich mit der. Aber ich kann auf die Spallern jetzt, ne? Ja, ja. Es gibt keinen im Nahkampf gebunden. Kein, ich kann auf solche, die nahe Gegner sind, nicht schießen. Das sind alles schwierige Sachen. Das sind schwierige Entscheidungen, ne? Eieiei. Die Thermalkanone hat eine Stärke von 8, das heißt, du bräuchst nur eine 1 zu würfeln, um einen Treffer zu machen. Ja, ja. Ich schieße auch mit der Thermalkanone. Gut, ein Wurf auf die ballistische Fertigkeit von 4. Jawohl, ist getroffen. Zack, Stärke 8. Habe ich noch bei 4 und mehr Knights einen. Stopp, einen 5er. Ein 5er Ionenschildwurf. Nein, 2, dann Stärke 8 plus W6. 3. Sind, lass mich rechnen, 12, nee, 11. 11 ist ein direkter Treffer, ein Strukturpunkt weiter. Jawohl. Und dann kannst du noch die anderen Knights aktivieren. Weil ich ja nichts mehr habe, was ich aktivieren kann. Alles nicht leicht. Nee. Alles nicht leicht. Okay, ich sehe schon. Das Banner möchte gerne den Reaper-Type unterstützen. Oh ja, der ist nötig. Gut. Dann ist die Bewegungsphase jetzt abgeschlossen. Und wir kommen in die Schadensbegrenzung, / Damage Control Phase. Ich habe die Initiative, das heißt, ich beginne mit meinem Reaver. Servitoren 3 Stück, also 3d6. Da noch einen Befehl entfernen, dass das Konfusion erzeugt. 1, 2, 2. Nichts. Den kenne ich, den Wurf. Dann dasselbe bei dir. 1, 4, 6. Die 4 kannst du nutzen, um Plasma abzulassen. Das mache ich auch. Die 6, um Deflektorschild hochzufahren. Das mache ich auch. Oder kritischen Schaden zu reparieren. Hast du noch nicht, also Deflektorschild ein hoch. Plasma. Zack. Gut. Keiner unserer Reaktoren war in der orangefarbenen Phase, das heißt, wir brauchten auch noch nicht gucken, ob irgendwas passiert, ob er uns um die Ohren fliegt. Und wir sind dann jetzt in der Nahkampfphase. Oh oh. Ich aktiviere zunächst das Quest Hobes Unterstützungsbanner, was mit all seinen Waffen voll in den Reaver Titan reinhaut. Das habe ich befürchtet. Ja, weil es gibt ja keine Nahkampfphase. Das heißt, ich kann tatsächlich hier in dieser Situation mit allen Waffen da reinschießen und mit den Nahkampfwaffen auch noch zuhauen, weil ich innerhalb von 2 Zoll bin, was die Minimalreichweite der Nahkampfwaffen ja ist. So, die Gatling-Kanone kann ich mir knicken, weil ich ja nicht durch das Deflektorschild durchkomme. Richtig. Ich habe eine Schlachtkanone, die handle ich mal als erstes ab, mit 2 Würfeln. Wenn ich innerhalb von 2 Zoll um einen Gegner stehe, nutze ich nicht die ballistische Fertigkeit, sondern das Kampfgeschick. Auch für Schussattacken. Das heißt, Kampfgeschick 3 plus. Schnellfeuer Schlachtkanone innerhalb von 8 Zoll plus 1. Das heißt, die trifft auf die 2. Das ist frech. Das ist frech. Trifft zweimal.
da jetzt ich im Nahkampf bin, ist das mit dem Deflektorschild auch egal. Ja. Weil ich ja unter dem, also man muss sich vorstellen, das Deflektorschild breitet sich so als Kuppel aus, bis so hier, mit den verschiedensten Schichten. Mhm. Ich bin aber schon unter dem Deflektorschild durchgehüpft. Also, ja, kann ich dich direkt verwunden. Wo habe ich denn mit diesen beiden Treffern getroffen? An welcher Körperstelle? Weil Titan hat verschiedene Stellen. Er hat Kopf, er hat Körper, er hat Beine und die verschiedenen Waffen. Dafür gibt es diesen speziellen Würfel, womit ich mal schaue, wo ich treffe mit der Schlachtkanone. Am Kopf. Am Kopf. Mit Stärke 5. Jetzt hast du einen Rüstungswert am Kopf von 11. Das heißt, ich muss jetzt eine 6 würfeln, um mindestens einen normalen Treffer zu erhalten. So sieht's aus. Also einen normalen Schaden. Nein. Auch keine 1, um bei Geschütz zu wiederholen. Das heißt, der verpufft, der Treffer. Die Gatling-Kanone, habe ich ja gerade gesagt, wegen dem Deflektorschild nicht, fälschlicherweise nein, sondern in dem Falle wegen deiner Panzerung. Stopp, warte, Schlachtkanone. Kommt von der Seite plus 1, 3 und 4 ist trotzdem. Die Gatling-Kanone, die hier in der Seite steht, kann mit einer Stärke von 3 plus 1, weil sie in der Seite steht, Stärke 4 die Möglichkeit auf Schaden von 10 zu bekommen. Das wäre im Körper allerdings sogar möglich, ne? Ach, siehst du mal. Körper wäre möglich. Ah, guck mal. Also, tatsächlich, die Gatling-Kanone kann jetzt doch was ausrichten. Ich würfel jetzt aber nicht, ob ich treffe. Ich würfel jetzt mal, wenn ich treffen würde, ob ich den Körper treffe. Ja, Special ist hier in dem Falle Körper. Natürlich. Das heißt, ich gucke mal, ob ich mit der einen treffe, die in der Seite steht. Weil da kann man sich das Würfel nämlich vorher sparen, wenn man erst guckt, wo die treffen würde. 8 Würfel auf die ballistische Fertigkeit, 3 plus, auf die Reichweite, auf die 2. Ui, alle getroffen. Die machen nochmal jeweils die beiden 6 zusätzlichen. Das heißt, zack und zack. Die haben wir gerade ermittelt, schon vorher, vor dem Treffen. Würde in den Körper treffen. Das heißt, ich gucke jetzt mit der Stärke von 3, in der Seite Stärke 4, gegen den Körper brauche ich jetzt 6, um auf einen Panzerungswert von 10 zu kommen. Das ist gut. Da ist auch eine 6, ein direkter Treffer, ein Strukturpunkt im Körper von der ersten Gatling. Die zweite Gatling, die hinter dir steht, rechnet auf ihre Stärke plus 2 drauf, das heißt schon mit 5. Ich gucke jetzt mal. Du hast 11, 10 und 11. Das heißt, in jedem Falle könnte ich irgendwo treffen. Ja. Dann gucke ich erstmal, ob ich treffe mit meinen 8 Würfeln. Was? 3 und ja, noch 8. Auf die 2. Einmal nicht. Der hier ist eine 6, macht allerdings noch einen zusätzlichen. Oha, zu viele Würfel, warte. Zu viele verschiedene Würfel, da. So, wo treffe ich jetzt mit dieser Gatling-Kanone, die hinter dir steht? Ich treffe dich von hinten im Körper. Ja. Mit einer Stärke von 5 brauche ich jetzt 5 und 6. 5, 5, 5, 6. 4 strukturelle Schäden im Körper. Das bringt dich auf die vorletzte Schadenstufe. Ich könnte mir fast vorstellen, wenn die nächsten Kanonen jetzt auch noch gut arbeiten, dass das mit dem Rüber-Titan das war. Das ist für ein How-to-Play natürlich schön, wenn dann so eine Situation passiert. Wie gefährlich die im Nahkampf sein können. So, dann haben wir jetzt die mit den Thermalkanonen, die beiden. Nein, mit der Thermalkanone, da. Wir hatten Melter dabei. Der Melter macht einen automatischen Treffer innerhalb von 3 Zoll mit der Stärke von 8. Wo macht er diesen Treffer? Im Special, also im Körper. Stärke 8 Treffer. Das wird es wohl gewesen sein. Ab einer 2 kriegst du einen Schaden. Aber wichtig. Nee, stopp, halt. Warte, Thermalkanone hat das mit Fusion. Wenn ich in der kurzen Reichweite bin, hat das keine Stärke von 8 mit dem W6, sondern Stärke 8 mit dem W10, sagt diese Regel. Verstehe. Ja. Im Körper 2 plus 8, 10, ein Strukturpunkt. Allerdings bist du schon auf einer Schadenstufe, wo du plus 2 bekommst. Richtig. Das heißt, wir sind nicht bei 10, sondern bei 12. 12 ist immer noch die normalere. Ja. Das heißt, ein Strukturpunkt weiter. Und jetzt kommen wir zu den Nahkampfwaffen, die hoffentlich den Dude verkloppen. Nahkampfwaffen muss man automatisch ansagen, wo die hingehen sollen. Es gibt keine zufälligen Treffer mit Nahkampfwaffen, sondern nur gezielte.
alle Questores Nahkampfwaffen zielen natürlich in dem Falle gegen den Körper. Auch wenn das ein bisschen komisch ist, wenn der von hier unten nach da oben schlägt. Jetzt mal so von der Optik, aber es geht. Questores Nahkampfwaffen haben einen Würfel. 1, 2, 3, 4 Knights, 4 Würfel. Kampfgeschick von 3 plus. Questores Nahkampfwaffe innerhalb von 2 Zoll, was ja die minimale Reichweite auch ist, plus 1, also auf die 2. Auf die 2 treffen, gegen den Körper. Oh oh. 4 mal getroffen. Mit einer Stärke von 7 haben wir 1, 2 mal plus 1, 2 mal plus 2. Machen wir erstmal die beiden. Hier ist plus 3. Plus 3 dadurch. Ja. Gut, plus 3 durch den aktuellen strukturellen Schaden. In der Flanke plus 1 und plus 4 insgesamt. Mhm. Stärke 7. Sind wir schon bei einer 11? Ja. Gegen den Körper? Ja. Brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr Würfel, ne? Aber ich mach's mal durch. Ich exerziere es durch. 11, dann wären wir 13 und 17. Weil es kann ja auch noch zu einem kritischen Schaden kommen. 13 und 17, es passiert ja alles gleichzeitig. 13 wäre verheeren, dadurch wäre er eigentlich schon kaputt. Aber 17 ist ein kritischer Schaden. Das heißt, du kriegst eine kritische Schadenstufe. Und dann von den beiden im Rücken, die haben 12 als Grundstärke. Hätten wir hier 13 und 15. Das heißt, du hättest nochmal einen kritischen Schaden. Das heißt, du kriegst die kritische Schadensstufe auf die 2. Das ist ja gleich wichtig für die Explosion, die jetzt passiert, weil du hinten im roten Feld warst und dann durch den zusätzlichen Schaden weitergerückt bist. Würfelst du bitte für den Reaver-Titan einen W10. Dann addieren wir auf die 10 das drauf, was du an kritischen Schaden bekommen hast. 2 wären bei einer 12. Gibt es auf der Liste nicht, geht nur bis 10. Tabelle für katastrophalen Schaden. Würfelwurf von 10. Katastrophale Kernschmelze. Der Titan ist vernichtet. Wirf einen W3 und addiere die Zahl der Löcher der Statusanzeige des Plasmareaktors des Titans hinzu. Jedes Modell, das höchstens diese Zahl an Zoll vom Titan entfernt wird, wird von der Explosion getroffen. Jede getroffene Einheit erleidet unter Umgehung der Deflektorschilde W6 Treffer der Stärke, die dem Maßstab des Titanen plus 1 entspricht. So, runtergerechnet. Wir gucken erstmal, wie weit ist diese Explosion, wie groß ist dieser Explosionsradius. Das ist ein W3. Plus 9. Ja, erstmal W3, langsam. Ja. Wir müssen es so erklären. Zack, W3 ist erstmal eine 3. So, dein Plasma-Reaktor steht jetzt im dritten Loch, ne? Richtig. Das heißt, wir sind bei einer Reichweite von 6. So, alles innerhalb von 6 Zoll um diesen Titan. Deine Banner da, dein Banner da, meins sowieso. Und die auch noch. Der Titan nicht mehr, der ist gerade raus. Kriegen jetzt Treffer. Wir beginnen mit einem deiner Wahl. Mit wem möchtest du anfangen? Beide noch. Meine beiden stehen am nächsten. Meine Knights bekommen W6 Treffer. Vier Stück mit dem Maßstab des Titan plus 1, also Maßstab 8 plus 1, Stärke 9. Vier Treffer, 2, 4, Stärke 9 plus W6. Haben wir Stärke 10, das ist ein direkter Treffer. Haben wir Stärke 13, ist ein verheerender. Dadurch komme ich einmal hier weiter. Ich nehme einen Knight weg. Kommen wir wieder auf den gelben, weil ja noch einer über ist. Mal den weg. Nächster verheerender Treffer, komme ich wieder hin ins rote. Und Stärke 15 ist das. Ist nochmal ein verheerender, also einen weiter. Nehme ich wieder einen Knight weg. Und noch einen. Das heißt, durch die Explosion, rums, sind mal zwei Knights einfach verraucht von mir. Ich gucke, ob die durchgeschüttelt sind. Kommandowert ist 6, 4, ja. Dann nehme ich mir. Irgendein Symbol sollte man da drauflegen. Ich lege mir mal dieses Abschaltsymbol drauf, ist das glaube ich sogar, um zu wissen, die sind durchgeschüttelt. Ja. So, jetzt kommen wir zu deinem. Möchtest du die selbst würfeln oder darf ich die würfeln? Ja, mach du so. Gut. Diese Macavius Knights bekommen Treffer in der Anzahl von 4. Mit einer Stärke von 9 plus W6 bekommen sie 10. Was? W3 ist das? Nee, W6 Treffer. Ja. Also Reichweite ist W3. Ach so, hast du Reichweite. Ja, ja. Anzahl der Treffer ja. W6. Gut. Dann haben wir hier 10, hier haben wir 11.
Das sind zwei direkte Treffer. Also über einen Strukturpunkt weg. Dann haben wir einmal 13. Das ist ein Verheerender, das sind zwei Strukturpunkte. Also einen, um auf Rot zu kommen. Einen, um weiterzukommen, wieder auf Grün. Dafür musst du allerdings dann einen Leid wegnehmen. Und hier haben wir von insgesamt 14 nochmal Verheerender, wieder zwei Strukturpunkte weiter. Zack. So, dann die hier. W6 Treffer. Zwei Stück. 6 Thompson. Dann haben wir hier einmal mit 14, das ist ein Verheerender, in zwei Strukturpunkte. Und jetzt mit 15 ist das, jetzt nochmal ein Verheerender, kein kritischer Verheerender. Ein weiter bist du auf Rot, ein weiter, kommst du wieder auf Grün, musst allerdings einen Knight wegnehmen. Bei einem kritischen Schaden auf einen Knight-Banner wird sofort ein Knight entfernt, dann der strukturelle Schaden hinzugefügt. Und jetzt können wir mal was ganz Pfiffiges machen, weil wir es ja hübsch haben wollen. Und markieren jetzt die Stelle, wo dieser Titan explodiert ist, weil die der katastrophale Schaden nicht sagt, dass er umfällt. Er ist da und bleibt an der Stelle. Das heißt, das ist ja magnetisiert bei dir. Wir können den Oberkörper abnehmen. Schön. Und hängen hier mal so einen schönen Rauchmarker drüber, um zu markieren, da ist gerade ein Titan in die Luft gegangen. Weil das Wrack ja immer noch die Bewegung und die Beschusslinie beeinflussen kann, wenn er da einfach so steht. Steht nämlich im Regelbuch, wenn etwas explodiert, kann man dort ein Wrack oder Trümmer hinlegen, die ungefähr der Basegröße entsprechen. Und in den optionalen Regeln, dass man das dann auch als Sichtblocker und auch als Bewegungsblocker nehmen kann. Wir nehmen es mal durch Rauch, dass hier komplett die Sicht dahinter weg ist und dass man sich auch nicht einfach durchbewegen kann, weil da glüht und schmelzt es gerade vor sich hin. Gut, das war sehr, sehr effektiv für mich. Hat natürlich auch ein bisschen Blut gekostet. Wir sind immer noch in der Kampfphase. Das heißt, du kannst jetzt deine Einheitsnächste aktivieren, musst allerdings, fällt mir gerade ein, hier und hier nochmal gucken, ob sie durchgeschüttelt sind. Mit W10 auf die 6. 3, er ist durchgeschüttelt. Hier, auch durchgeschüttelt. Eieiei. Durchgeschüttelt heißt jetzt für dich in der. Durchgeschüttelt heißt jetzt für dich in der Schussphase, dass du minus 1 triffst. Okay. Dann aktiviere dein erstes Banner. Ja, dann würde ich den ab. Macht auch Sinn, weil das wäre der, den ich als nächstes schießen könnte. Den da hinten nicht mehr den sehe. Okay. Gut, das ist eine Thermalkanone. Genau, ja, die schießt hier auf die Minus. Jawohl, auf die. Questoros Unterstützungsbanner Knights. Reichweite sollte über 6 sein. Nee. Ist über 6. Dann ganz unmodifiziert. Erstmal ausgehend von der Waffe, weil es eine Schwertigkeit 4 plus. Genau. Allerdings durchgeschüttelt. Geht nur auf die 5. Kann ich. Wenn es jetzt noch eine lange Reichweite wäre, sogar auf die 6. Aber. Nein, kann ich nicht. Trifft nicht. Spritze vorbei. Das heißt, die Aktivierung ist abgeschlossen. Ich darf noch mit meinem Reverb mich aktivieren und schieße alles, weil ich den nicht sehen werde. Da in dem Haus, wie ist der nochmal? Atrax? Atrax. Atrax, nein. So, jetzt gucken wir mal hin. Das ist der Winkel. Wenn ich jetzt mal hier so eine Linie dran vorbeiziehe, von den Waffen aus. Gatling Blaster im Vorderen kann Multilaser. Von der Waffe aus. Würde ich sagen, wenn wir sagen, das komplette Base ist der Rauchmarker, kann nicht, weil du dahinter versteckt bist, der Raketenwerfer allerdings schon, der sieht dich. Das heißt, die Laserkanone ist raus, trifft nichts, weil sie die Sicht blockiert ist, die anderen beiden können. Der Gatling Blaster, 16 Zoll, alles gut. Hier haben wir 17 Zoll, das ist sowieso nicht so schlimm beim Raketenwerfer. Fangen wir an mit dem Apokalypse Raketenwerfer mit 5 Schuss. Trifft auf die 3 plus. Trifft 4-mal. Apokalypse Raketenwerfer, Stärke 4. Ein einzelner Knight hat nur noch ein 5 plus Ionenschild. Also eine Stärke. Keiner. Keiner.
Und alle diese Werte, was die Ionenschilde sind, könnt ihr natürlich hier auf dem Command Terminal entnehmen. Stärke 4 plus W6 brauche ich mindestens eine 5, um was zu machen. 5 und 6. Aha. 2 direkte Treffer. Also 2. Genau. Dann kommen wir zum Gatling Blaster. Der hat sogar 6 Schuss. Und trifft dich auf die 3 plus. Gatling Blaster hat nur Geschütz, also kein Schnellfeuer. Die bitte einmal gegen Stärke 5. Ein 5 plus Ionenschild. Zweimal hat das Schild gerettet, dreimal nicht, dreimal Stärke 5, ich brauche eine 4, 5 oder 6. 5, 6, das sind zwei direkte Treffer. Ja. Mit dem ersten gehst du in Rot, mit dem zweiten darüber wieder hinaus, das heißt, du musst einen Knight entfernen. Uff, der ist auch kaputt. Worüber? Deshalb ganz gut, dass du ihn vorher aktiviert hast. Er ist fertig, dein verbleibender Knight. Ja, der schießt. Er schießt auf die anderen Knights wahrscheinlich, die vor ihm stehen. Überraschenderweise auch. Ja, warte. Wir gucken mal die Reichweite. Er aktiviert wahrscheinlich alles. Und das sind 2 Zoll. Okay. Der kann auch mit der Nahkampfwaffe zuschlagen. Dann macht er das auch. Ja. Erstmal schießt er. Kanone mit dem Kampfgeschick, weil du innerhalb von 2 Zoll bist. 3 plus. Okay. Die Kanone, weil sie innerhalb ihrer kurzen Reichweite ist, plus 1, also auf die 2 schon. Aber durchgeschüttelt? Durchgeschüttelt? Auf die 3. Auf die 3. Ja, ne? Also sehr viele Modifikatoren, die man manchmal beachten muss. Beides mal getroffen, zack. Da du so nah dran bist, ist mein Ionenschild auch egal. Stärke von 5. Ne? Da Knights kein vorne, kein hinten, kein rechts, kein links haben, ganz normal Stärke 5 plus W6. Da ist die 6. Einmal die 6, einmal die 1. 11. Ja, 11. Also im Sinne von einmal Stärke 6, einmal Stärke 11. Ja. Das heißt, die bekommen einen strukturellen Schaden durch den Kanonenbeschuss. So, und jetzt kommt noch die Nahkampfwaffe. Dann eine Attacke, ne? Eine Attacke auf die 2. Nee, auf die 3, weil der nicht beschwört ist. Genau. Ah, trifft! Trifft! Wie viel? Stärke 7 macht das Ding. Du brauchst mindestens eine 2. Stärke 7, Stärke 9. Macht einmal auf Rot weiter, dadurch geht aber noch kein Knight. Ja. Dann ist die Runde durch. Die Phase. Wir haben noch die Endphase. Haben wir irgendwo Plasma-Lecks? Nein. Haben wir irgendwo Stabilisatoren? Nein. Das Einzige, was jetzt ist, wäre, dass wir in die nächste Runde gehen. Aber für das Autoplay, denke ich, sollte das reichen. Wir haben mitgenommen. Es sind viele komplexe Regeln, die allerdings nach ein paar Mal durchspielen relativ einfach von der Hand gehen. Wir hatten jetzt noch nicht so Sachen wie, der Reaktor ist schon bei der Schadensbegrenzungsphase auf Orange oder Rot und geht deshalb vielleicht hoch. Wir hatten aber eine wunderbare Aktion, dass 4 Knights es geschafft haben, einen Titan mit quasi gezieltem Schuss und Nahkampf auszuschalten. Das heißt, sobald ein Knight an Titan rankommt, wird er auch gefährlich. Was konnten wir noch daraus ziehen? Du hast auf die Fresse gekriegt. Ich habe auf die Schnauze gekriegt, ja. Genau. Aber für die Demonstration habe ich zum Beispiel hier die Knights nicht wegbewegt, was wir machen können. Genau. Ich habe extra darauf geschossen. Ich habe extra diese Bewegung gemacht, um nämlich dann ranzukommen. Andernfalls bei der normalen Spiel hätte ich überlegt, gehe ich wirklich ran, weil wenn der explodiert, so für mich. Ja. In dem Falle für die Demonstration so gemacht. Gut bei weggekommen. Und ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Für Fragen, die ihr habt, habt ihr die Kommentarsektion unten frei. Und wir gucken mal, dass ihr in den nächsten Tagen noch ein paar Spielberichte bekommt mit ein paar größeren, ausgewogenen Listen für Adeptos Titanicus 2018. Danke, Dice Master, dass du dabei warst bei dieser Demonstration. Sehr gern. Und auch bei allen anderen Spielberichten, muss man ja mal sagen. Und ihr könnt jetzt irgendwas machen, Videos klicken. Da rechts, links, oben, unten. Alles für euch verfügbar. Bis zum nächsten Mal. Euer Dizzyfinger. Keep on Wargaming!